So, hallo und herzlich willkommen zum letzten Türchen im Adventskalender. Wie immer traditionell jetzt zum dritten Jahr die traditionelle Weihnachtsfeier. Allerdings wieder nur mit mir. Ne? Bevor ihr jetzt ganz viele fragt, Frau hat einfach keinen Spaß vor der Kamera zu stehen. Das hat sie eine Zeit lang mir zuliebe halt einfach mal so mal mitgemacht, auch zum Ausprobieren. Aber das ist nicht ihrs. Ja, ich denke, das werden die allermeisten von euch nachvollziehen können, falls ihr auch nicht häufig vor der Kamera rumsteht. Das ist, man muss das wollen. Und ja, die allermeisten von uns wollen das sicherlich nicht und das ist auch gut so, definitiv würde ich sagen, ja, braucht nicht unendlich viele Leute, die vor irgendwelchen Kameras stehen, das ist gar nicht notwendig. Wer sich dazu berufen fühlt, gerne, alle anderen muss ja auch wirklich nicht sein. So, ich bin jetzt schon mal halb hochgestiegen, das liegt daran, dass wir ein bisschen Zeit sparen wollen und ich komme hier schneller hoch, wenn ich nicht die ganze Zeit quasseln muss und wollte euch einfach mal ein bisschen teilhaben lassen an meinem kleinen Bergweg, den ich dann nehme, wenn ich auf meinen Berg möchte. Ist natürlich nicht mein Berg, ist auch nicht mein Weg, aber der von mir verwendete. Ne? Und der sieht in etwa ja, so aus, darunter entsprechend hoch auf der anderen Seite, könnt ihr da mal sehen, einfach nur damit ihr mal da ein großes Gefühl für bekommt. Gibt ein paar rauere Abschnitte, das ist ab hier jetzt eigentlich kein größeres Problem mehr, aber es ist wirklich ein netter kleiner Bergweg hier am Hang in Serpentinen, den Selbrigen hoch. Macht also großen Spaß, man fühlt sich fast so ein bisschen wie, ja nicht in Deutschland. Ne? Offizieller Wanderweg, so gut wie nie begangen. Ich bin da jetzt, weiß ich nicht, häufig rauf und runter, aber habe erst ein einziges Mal andere Menschen getroffen, die auch sehr überrascht waren, dass da noch jemand anders auf diesem Weg langläuft. Ist also wirklich super, super, super abgelegen. Das ist was Schönes, wie ich finde. Ja, hin und wieder gibt es dann natürlich auch Phänomene wie das da, ne? Also sprich jemand mit Reifen, der dann stark bremsen muss und schwuppdiwupp haben wir die Bremsspur. Ja, noch ist dieser Weg für Radfahrer nicht befahrbar, offiziell, legal. Da mag sich in nächster Zeit was dran ändern. Wir kommen gleich zur Weihnachtsfeier. Ich laufe jetzt einfach hier mal gemütlich noch hoch und erzähle noch mal ein paar Dinge, die mir unterwegs so einfallen. Und dann schmücken wir das Bäumchen und dann erzähle ich noch das, was mir einfällt. Und das ist es auch schon. Ach ja, und es gibt natürlich Glühwein. Für mich, davon habe vor allen Dingen ich was. das ist selbstverständlich, wie die anderen letzten Male auch wieder mit von der Partie. Ja, und ja, es gibt tatsächlich eine anstehende Waldgesetzänderung. Und da soll unter anderem rein, dass das Radfahren im Walde künftig auf geeigneten Wegen einfach bundesweit gestattet sein soll. Mit dem Terminus geeignete Wege. Ein paar Bundesländer haben das schon so, dass da genau da steht, mit den geeigneten Wegen. Andere Bundesländer haben das so noch nicht. Und Baden-Württemberg hat die sehr umstrittene und inzwischen wirklich von vielen Leuten als überholungsbedürftige 2-Meter-Regel. Soll heißen, ist der Weg nicht breiter als 2 Meter und das ist er hier nicht. Und zwar mit Weg ist gemeint nicht bloß Böschung, sondern wirklich die BG- bzw. befahrbare Fläche und die ist hier vielleicht 40 Zentimeter, sowas um den Dreh. Also die wirklich echte Wegfläche. So, und wenn man das jetzt noch ein bisschen positiver auslegen möchte zugunsten der Radfahrer, dann sagt man halt, okay, der hat einen Meter. Wenn man die nicht mehr so wirklich befahrbare Böschung noch dazu zählt und links und rechts nochmal 5 cm aufschlägt, dann hat er einen Meter. Aber von 2 Metern kann hier auf keinen Fall die Rede sein. Das heißt, das Ding wäre illegal, wenn man hier mit dem Fahrrad runterbrezelt. Ja, und das soll sich, wie gesagt, eben ändern, dass die Formulierung auf geeigneten Wegen liegt. Und ist der geeignet? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? aber da kann man sich dann im Einzelfall wirklich drüber unterhalten, was geeignet ist und was nicht. Und es gibt die Zusatzformulierung, oder wird vermutlich, das ist ja alles noch nicht beschlossen, aber wird vermutlich die Zusatzformulierung geben, dass wenn Radfahren, dann Fußgänger haben Vorrang.
was den Fußgänger allerdings jetzt nicht berechtigt, dem Radfahrer unbegründeterweise auf den Keks zu gehen. Das heißt, der Fußgänger kann nicht den Weg blockieren und der Radfahrer muss dann halt warten, bis der Fußgänger beschließt, ihn irgendwann mal vorbeizulassen. Schon gegenseitige Rücksichtnahme, aber der Fußgänger hat Vorrang vor den Radfahrern. Bedeutet, der Schnellere gibt nach. Oh, das ist eine ganz relativ simple Regelung. Finde ich cool, wenn das bundeseinheitlich, und das ist auch neu, nicht mehr jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen, sondern bundeseinheitlich überall die gleiche Regel dann mal so geregelt wird. Das ist sicher eine Verbesserung insgesamt. Außerdem ist dann das riesige Wirrwarr der 16 verschiedenen Regelungen auch mal ein bisschen weg. Gut, ja, das am Rande angemerkt. Ansonsten, es ist hier schon wirklich ziemlich steil und da ich immer noch nur durch den Mund atmen kann, ist das halt jetzt mit ein wenig Gekeuche verbunden. Da müssen wir alle durch. Ich will ja den Adventskalender ein wenig realistisch gestalten und realistisch ist halt auch, dass ich zurzeit nicht ultraschnell den Berg hochkomme und schon gar nicht, wenn ich nebenbei noch quatschen muss. Ja. Und wenn ich nicht quatschen muss, geht schneller. Gut, ja, ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß mit dem Adventskalender und es war ein bisschen was für euch dabei. Ich freue mich über gestiegene Aufrufzahlen, etwas im Vergleich zum letzten Jahr. Und erfreulicherweise, und das ist wirklich schön, sind die Aufrufzahlen erheblich gestiegener als, also prozentual, als das bei den Abonnenten der Fall ist. Was nicht schlimm ist. Wer es noch nicht mitbekommen hat, vielleicht auch an dieser Stelle noch ein kleiner Exkurs. Der Abo-Button wird immer unwichtiger. Ja? Ob du jetzt, was weiß ich, wie viele Abonnenten hast, da kann man sich nichts von kaufen. Viele Kanäle, auch die ganz großen, wachsen kaum noch. Das liegt einfach daran, dass das Abo als solches eben langsam auch für den Algorithmus nicht mehr so wichtig ist. Und du kriegst, die meisten Leute gucken ihre Videos über die vorgeschlagenen Videos auf der YouTube-Startseite. Ja, und die werden einem so vorgeschlagen, dass es zunehmend unwichtiger ist, ob man jetzt den Kanal abonniert und geglockt, also die Glocke aktiviert hat oder eben nicht, sondern es zählt einfach immer mehr, was der Algorithmus meint, was du gerade sehen willst. Das heißt, die eigene Auswahl, was man sehen möchte, wird immer unwichtiger. Was man stattdessen tun kann, so empfehlen es jetzt zumindest manche Leute, die versuchen, hinter den Willen des großen, allmächtigen Algorithmus zu gucken, was man stattdessen tun kann, ist bestimmte Sachen, die einem vorgeschlagen, nicht haben wollen. Ja? Das heißt, du kannst Videovorschläge mit kein Interesse kennzeichnen und dann lernt der Algorithmus, wenn du etwas aktiv nicht sehen willst, dann macht es für mich auch keinen Sinn, dir sowas in die Richtung vorzuschlagen. Und ja, das ist das neue Abo. Also derzeit scheint es nach Meinung von einigen eben eher eine Negativauslese zu sein. Und was du selber sagst, dass du aktiv gucken willst, das musst du dann auch gucken, dann wird es dir auch vorgeschlagen. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe nie... Oh, böser Frevel an dieser Stelle, habe ich einfach vergessen, den Seven vs. Wild Kanal abonniert, krieg aber trotzdem sämtliche entsprechenden Videos vorgeschlagen, weil, und damit hat er ja auch recht, der Algorithmus davon ausgeht, dass mich das eigentlich interessieren würde. Was es so gesehen dann wieder nicht tut, weil ich den ganzen Krempel auf Weevee ja schon geguckt habe und mir nicht nochmal auf YouTube angucken muss. Daher, ja, ne? So, also schon wieder abgeschweift, aber in jedem Fall hoffe ich, wie gesagt, beim Adventskalender war für euch ein bisschen was dabei. Bedanke mich herzlich fürs Zugucken, bedanke mich herzlich fürs Trinkgeld, das da eingegangen ist. Da waren ein paar von euch sehr großzügig, das habe ich so auch noch nicht erlebt oder selten. Da gab es den einen, der mal sehr großzügig war und ansonsten habe ich mich immer sehr über 5 oder 10 Euro Beträge gefreut und das tue ich
nach wie vor und das ist auch wunderbar. Und da sind auch wieder ein paar dabei gewesen. Herzlichen Dank, ich mache das nochmal gesondert. Nochmal ein extra Dankeschön-Video zu dem Thema. Aber wollte ich einfach an der Stelle schon mal erwähnt haben. Das freut mich sehr. So viel Lob und Anerkennung. Auch in handfester Form. Ja, Entschuldigung, aber ist halt schon nochmal wirklich schön. Wirklich schön, dass jemand sich berufen fühlt für gratis Content, dann trotzdem freiwillig noch ein bisschen Geld auszugeben. Ich meine, ich verdiene da ja mit trotzdem was. Da läuft ja ein wenig Werbung und damit ist das auch alles in Ordnung und für mich ein. Für meine Verhältnisse gutes Geschäft. Ja? Von daher alles in Ordnung. Ne? Also jetzt keinerlei Notwendigkeit. Es ist nur wirklich ein Dankeschön an die Leute, die das freiwillig gemacht haben. Ja, das, wie gesagt, das freut mich sehr. Und möglicherweise gehen wir nach Weihnachten. Das liegt einfach nicht nur ergreifend daran, dass ich bis zum 24. noch beschäftigt bin mit Adventskalender. Das mag nicht nach so viel Arbeit aussehen, aber vor allen Dingen, also wir gehen dann essen, um den Satz noch zu Ende zu bringen. Schick essen hinterher, ja, was richtig Leckeres. Freue ich mich schon. Aber es mag nicht nach viel Arbeit aussehen, hin und wieder ist es schon. Vor allen Dingen ist es eine gewisse mentale Belastung, die Kreativität aufzubringen, sich die Themen auszudenken. Und ja, ich habe das tatsächlich mit der Themenauswahl diesmal ganz gut hinbekommen, finde ich. Es war auch schon mühsamer, sich Themen aus den Fingern zu saugen. Ich hatte zwei Dinger, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich mal Special Interest. Ja, wenn ihr mal raten wollt, welche das sind, dürft ihr das selbstverständlich gerne tun. Eins davon war gar nicht mal so unbeliebt und das andere, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Oh, das macht das Raten natürlich einfach, was das gewesen sein könnte. Gut, egal. Und ansonsten bin ich da eigentlich ganz zufrieden diesmal und euer Feedback bin ich auch sehr zufrieden mit. Es gibt nie furchtbar viele Kommentare unter dem Adventskalender. Das ist völlig in Ordnung, das verstehe ich auch. Ja, ihr habt ja wie ich die zeitfressende Aufgabe, euch das alles anzugucken. Und da bleibt dann nicht mehr viel Zeit zum Kommentieren. Nein, im Ernst, ist völlig in Ordnung. Stört mich gar nicht. Ich muss das ja auch noch lesen. Und teilweise auch beantworten. Und wenn sich dann im Rahmen von so 50 Kommentärchen pro Beitrag bewegt, die Arschbots mitgerechnet, dann ist das völlig in Ordnung. Da gibt es keinen Grund zu nölen. Ja, so wie ihr seht, bin ich oben. Tatsächlich ist das jetzt hier so der Bereich, wo ich für längere Videos eigentlich fast immer gerne hochkraxel. Ihr habt jetzt natürlich die erste Hälfte vom Hang nicht gesehen. Die habt ihr aber letztes Jahr stückweise gesehen. Letztes Jahr zur Weihnachtsfeier wollte ich ursprünglich auch hier hoch, aber letztes Jahr hat es ja geregnet, weshalb ich diesmal auch einen Hauch zu früh unterwegs bin. Eigentlich mache ich ja gerne die Weihnachtsfeier schon nah an den 24. Natürlich nicht am 24. Das schaffe ich nicht mehr mit Hochladen. Und das geht auch nicht, wenn sie um 0 Uhr, also wirklich 0 Uhr Punkt, am 24. schon online sein soll. Für diejenigen von euch, die nachts schlafen, die Adventskalender verfolgen, gehen immer um Punkt 0 Uhr online. Also wirklich zur ersten Minute des jeweiligen Tages, damit man, egal wann man in den jeweiligen Tag startet, bereits sein Türchen aufmachen kann. Ist mir persönlich wichtig, wenn ich einen Adventskalender habe. Ich habe auch dieses Jahr wieder einen von meiner lieben Frau. Die hat mir heimlich einen gebastelt, das wusste ich gar nicht.
Wunderbare Idee, ganz, ganz toll, macht mir großen Spaß da jeden Abend meistens, weil ich dann doch selten vor 12 ins Bett komme, noch das Türchen aufzumachen und mich dann, wenn ich aufstehe, nochmal drüber zu freuen, weil ich es während ich schlafe wieder vergessen habe und dann kann man morgens gleich, oh ja, heute war das und das drin und falls es eine Süßigkeit ist, kann man die morgens zum Beispiel dann auch trotzdem gleich noch konsumieren, weil so spät nachts versuche ich zumindest nichts mehr zu essen aus Stoffwechselgründen. Soll angeblich helfen, keine Ahnung, aber es fühlt sich richtig an. Ja, und wie gesagt, das war mir auch mit dem Adventskalender so ein Plan. Ja, und letztes Jahr hatte ich eben aufgrund dessen, dass ich am 23. losgelatscht bin, um für den 24. quasi die Weihnachtsfeier zu machen, das Problem, dass ich das Wetter nehmen musste, das war. Und das war halt nicht so gut. Und so bin ich in der Schlechtwetterhütte gelandet. Die kennt ihr aus dem diesjährigen Adventskalender auch. Da sitze ich auch für zwei Beiträge drin, weil es sich nicht anders ergeben hat. Und ja, ich habe noch theoretisch eine zweite Schlechtwetterhütte. Da kommen wir gleich hin. Aber die ist halt bei weitem weiter weg. Und wenn wirklich schlechtes Wetter ist, dann ist erstens dieser Bergweg, den wir gerade hochgekommen sind, durchaus etwas, was man mit gutem Schuhprofil begehen sollte. Oder alternativ Trekkingstock oder Trekkingstöcke, dann geht es natürlich auch. Und zweitens ist es dann doch lang genug bzw. weit genug, dass man ohne dicke, fette Regenklamotte schon durchgeweicht ist, bis man dann hier ist, sofern es dann wirklich richtig regnet. Ja, und daher ist die Schlechtwetterhütte eher die, die weiter unten ist, wo ich bei Schlechtwetter auch schnell mal hinkomme. Ist aber immer eine Notlösung, wann immer ich da drin hocke, war das ursprünglich nicht geplant. Gut, diesmal läuft alles nach Plan. Ich wollte hier hoch. Wir suchen uns jetzt gleich ein Weihnachtsbäumchen und werden das noch schön dekorieren. Und ja, ich laber schon wieder viel zu viel. Und daher machen wir jetzt an der Stelle einfach erstmal ein Schnittlein. Und dann geht es am Weihnachtsbäumchen weiter. So, bin angekommen. Ich habe mir hier ein für mich schönes Plätzchen gefunden. Momentan hier gerade mit schöner Sonneneinstrahlung. Die wird aber bald weg sein. Das kann ich euch mal zeigen. Ja, also da hinten guckt sie gerade über den Bergrücken gerade noch. Wir haben jetzt gefühlt 15.30 Uhr, sowas um den Dreh, vielleicht 15.45 Uhr. Das ist ein Stück weit Absicht. Ich möchte gern, dass es duster wird, während ich hier hocke oder zumindest fast duster. Ich habe eine kleine Lichterkette. So blöd das ist, aber ja, dann sieht man die natürlich besser, wenn die im Dunkeln ein kleines bisschen leuchten kann. Ja, und also fast duster langt dann ja, da haben wir möglicherweise auch schon. Jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, der Ort hier, so ein bisschen rundumblickmäßig, das ist eine kleine Lichtung mit ein paar Altbäumen, die hier noch rumstehen, ne? Und ist im Prinzip irgendein ganz normaler, durchschnittlicher Waldort. Nichts, wo man jetzt sagen würde, wow, das ist ja der schönste Platz überhaupt. Das ist mir aber auch gar nicht wichtig. Ich wollte mir einfach ein Plätzchen suchen, wo es mir gefällt. Hier oben auf dem Berg, damit es mir eben gefällt. Und das ist jetzt streng genommen ein Bergrücken, fast ein Gipfel. Der Gipfel ist noch ein Stück weiter da, also von euch aus gesehen, also hinter euch. Da hinten halt. Und da wäre dann ganz oben, aber das muss gar nicht sein, ich bin hier mit diesem vorgelagerten Rücken ganz zufrieden. Man hat hier im Regelfall eine ganz gute Akustik, weil der Schall, der vom Tal hochschallt, es sei denn, es kommt jetzt gerade ein Hubschraub, Schrapp, Schrapp, Schrapp oder anderes Flugtüt, wie auch immer, der Schall, der vom Tal hochdröhnt, ja, und den man an dem Weg, den ich hochgelaufen bin, hin und wieder sicherlich mal gehört hat, wenn ich mal mit dem Mikrofon leider ein bisschen Richtung Tal gezeigt habe. Ja, dafür sind die Flieger natürlich näher dran, wenn man weiter oben ist, ne? War ein Flieger. Ja, es ist quasi Weihnachten. Wir wollen heute mal nicht die Flak rausholen. Nein, heute mal nicht. Heute schießen wir nicht imaginär Flugzeuge vom Himmel. Heute sind wir ganz friedlich. Gut, aber ja, jedenfalls bin ich aus der Straßenlärmakustik raus. Das ist auch der Grund, weshalb ich immer hier hochlatschen muss. Das ist ja irgendwo zu meiner Fitness ganz gut, wenn ich einen Platz für ein längeres Video haben möchte, wo die Akustik eben gut ist. Allerdings macht natürlich mein neues gutes Mikrofon, siehe letzter Teil der Wolfschlucht, da hatte ich da auch noch mal kurz ein bisschen drüber geredet, also beim entsprechenden Türchen, das müsste Türchen 20 sein, glaube ich.
da, ja, das macht einiges möglich und ich kann seitdem jetzt auch weiter unten mal was filmen, ohne gleich miserablen Ton zu haben. War vor Anschaffung des neuen Richtmikrofons noch ein bisschen sehr viel schwieriger. Gut, ja, so viel dazu. Also hier, das ist der Ort des Geschehens. Ich setze euch mal auf Stativ und dann packe ich mal gemütlich aus, was ich dabei habe. Und dann gibt es noch einen Zeitraffer vom Baumschmücken. Und ja, es ist nichts Spektakuläres. Überhaupt nicht. Oh, also, ich habe jetzt mal dabei ein Deppenzepter. Nur der Vollständigkeit halber. Ne? Also mein Stativ, Deppenzepter, eine Kamera vor mich hertragen beim Laufen, ist gleichzeitig ein Trekkingstock. Das sind diese lustigen, dieses Modell hier. Ne? Flop. Finde ich ganz witzig, passt halt deutlich besser in den Rucksack, ist insgesamt vom Packmaß her kürzer und nicht unbedingt leichter, aber kürzer als die Teleskopstöcke. Die halten eine Mindestlänge von ungefähr so, das ist mit einem kleinen Rucksack eher schwierig zu realisieren. Aber da setzt ihr jedenfalls drauf, wenn ich vom Deppenzepter rede. Die einfachste Lösung und ehrlich gesagt, ein reiner Selfie-Stick rumschleppen kann man machen, ist mir aber zu blöd geworden, weil warum nicht multifunktional? Ne? Das Ding kannst du auch als Trekkingstock benutzen, da gibt es hin und wieder mal Situationen, wo man ganz dankbar ist, wenn man mal eben schnell einen Stock dabei hat. Insbesondere, wenn ich zum Beispiel ganz lange irgendwo rumgesessen bin und werde dann gegen Abend auch müde oder habe einfach einen langen Drehtag hinter mir oder schlechtes Wetter kommt auf und die Wege werden plötzlich rutschig oder gar Schnee und Eis, auch noch nicht vorgekommen, aber es wäre möglich. So, Ersatzpulli bzw. einer zum Drunterziehen, das mache ich nachher auch noch, weil wenn ich jetzt eine Weile hocke, wird es irgendwann kühl. Dann habe ich von meiner Frau mitbekommen eine kleine Tüte Knabberei. Habe auch schon angefangen, ein bisschen zu knabbern. Einfach für nachher, wenn ich hier noch 5 Minuten sitze, dass ich dann noch ein kleines bisschen was knuspern kann. Die obligatorische Weihnachtsdeko-Box, die kommt auch gleich zum Einsatz. Und hier drin ist jetzt noch die Lichterkette schön verpackt mit Schneeflöckchen-Lichtchen. Aber das sehen wir dann, denke ich, nachher noch. Ja, und dann habe ich noch ein extra Sitzkissen, das ist eine gute Idee. Ups. Und das ist im Übrigen mein Ersatzakkus, Kamerazubehör und so weiter und so fort. Beutel, je nachdem wie viel Zubehör gerade an die Kamera reingeschraubt ist, alles, ist der relativ leer. Dann sind da wirklich nur noch Ersatzakkus und die Klappe zum Wasserdichtmachen der GoPro noch drin, falls das mal notwendig sein sollte. Dann haben wir einen Kocher, den brauchen wir gleich für den Lühlein. Wir haben mein traditionelles Lexan Glas für den edlen Getränkekonsum. Nix Pappbecher. Ja, und was haben wir noch? Wir haben einen Topf. Wir haben eine Gaskartusche, die hoffentlich noch reicht. Und weil das natürlich unsicher ist, haben wir vorbildlicherweise noch einen Gaskartuschenhalter dabei, der verhindert, dass einem die Gaskartusche umfallen kann. Ne? Also so muss man das erstmal schaffen, die umzuwerfen, wenn sie dann so ein Dreibein hier hat. Da habe ich eigentlich fast 95% der Fälle. So in etwa habe ich den immer dabei. Oder was Vergleichbares, ich habe da mehrere von, damit da der Gaskochereinsatz besonders sicher erfolgt. Man wird da schon irgendwann ein bisschen sensibel. Dann sollte die doch nicht mehr funktionieren, die Gaskartusche, weil das sind ja nur günstige Gaskartuschen, das sind die Decathlon-Dinger. Die haben Butan-Propan, allerdings eben nur einen verschwindend geringen Propan-Anteil und einen hohen Butan-Anteil drin. Butan hat leider einen Siedepunkt, also verdampft bei 4 Grad, irgendwie sowas. Da das hier gasströmig bitte von Flüssiggas zu gasförmigen Gas ausströmen soll, sobald man sich seinen Kocher da dran schraubt, ist ein Siedepunkt von nur 4 Grad relativ
schwierig, ja, weil ist es kälter als 4 Grad, heißt das, dass das Gas hier drin einfach flüssig bleibt und dann funktioniert ein Gaskocher, zumindest einen, den man auf der Kartusche aufschraubt, erstmal nicht mehr. Und deswegen ist es ganz hilfreich, wenn man das weiß, dass einem das droht und man hat noch eine neue Kartusche, die ist neu, zu Hause rumliegen, dann kann das auch eine Hilfe sein, weil der Propananteil im Butan-Propan-Gas-Gemisch hier, Propan hat irgendwie einen Siedepunkt bei minus was weiß ich, der ist ziemlich niedrig und der Propananteil hat überhaupt kein Problem hier auszuströmen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man das längere Zeit im Winter macht, immer wieder neue Kartuschen nimmt, damit die funktionieren, auch bei niedrigen Temperaturen, dass man irgendwann keine Kartusche mehr hat, die noch Propan oder Isobutan, Isobutan hat auch einen hervorragend niedrigen Siedepunkt. Ja, und dann hat man halt möglicherweise das Problem, dass einem dann halt eben irgendwann die funktionsfähigen Gaskartuschen ausgehen und man muss warten, bis es wärmer als 4 Grad wird, um wieder mit dem Gaskocher arbeiten zu können. Spiritus hat das Problem nicht, Benzin hat das Problem auch nicht und Holz eigentlich auch nicht. Das ist halt so der objektiv einer der schlimmsten Nachteile von Gas. Ansonsten Kocher draufschrauben, anzünden, brennt, zack, hat Power, Wump, heißes Wasser, was auch immer man haben möchte und fertig. Ist schon das einfachste und effizienteste Kochsystem. Das muss man sagen, nicht unbedingt das Lustigste. Das Lustigste ist vielleicht Spiritus, beziehungsweise Hobokocher selbstverständlich. Aber ja, nur einfach, damit wir da mal kurz drüber geredet haben. Und ja, also auf die Dauer. Übrigens, man kann übrigens die Kartuschen, wenn man wirklich nur noch Butan drin hat, auch unter die Jacke stecken, sich draufsetzen, mit in den Schlafsack nehmen und solche Späße. Dann sind sie lang genug wieder heiß, dass man dann auch sich Kaffeewasser machen kann oder was, bis die Kartusche wieder runtergekühlt ist und dann wieder nicht mehr funktioniert. Funktioniert also bei beliebig niedrigen Temperaturen, ist dann aber halt eben nicht mehr praktisch, im Gegenteil, sondern super, super umständlich. So, und dann kommt unser schöner Glühwein für heute. In der Heiltrankflasche Gluck, ja, rote Flüssigkeit in kleinen Flaschen mit Korken, ist bekanntermaßen immer ein Heiltrank. Und halt instant abgerissene Gliedmaßen, schwerste Wunden und während der man trotzdem weiterkämpft, egal ob man nur noch einen von 100 Lebenspunkten hat, der Held kämpft weiter, als wäre gar nichts passiert und fällt beim nächsten Treffer instant tot um. Ja, also entweder ist er gesund oder er ist tot. Dazwischen gibt's nichts. Videospiellogik, ne? Aber egal, ja, meine Glühweinflasche, da ich meiner Frau gedroht habe, das Ganze als Heiltrank zu gebrauchen und dabei Heiltrankkonsum in besagter Videospiellogik im Regelfall die Flasche abhanden kommt, das heißt, der Heiltrank wird komplett inklusive Flasche gefressen. Es gibt kaum Spiele, wo du einen Heiltrank trinkst und danach hast du eine leere Flasche im Inventar, sondern du trinkst einen Heiltrank und die Flasche ist einfach weg. Daher gehen wir davon aus, dass die diversen Helden, die Heiltränke trinken, die Flasche einfach nom, 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 essen. Und drum hat mir Frau noch extra draufgeschrieben, die Flasche ist nicht zum Verzehr geeignet. Glühwein! Ja, Spezialmischung von Frau, also selbst gemacht. Bin ich gespannt, was sie sich dieses Jahr hat einfallen lassen. Zumal sie, glaube ich, kein wirkliches Rezept verwenden und dass ihr dieses deshalb jedes Jahr ein bisschen anders, aber immer gut schmeckt. Ja, und das ist der Krempel, den ich dabei habe. Der weihnachtliche Loadout sozusagen. Und dann würde ich vorschlagen, ich schmück jetzt mal hier irgendwo hier dieses Gebäume hier. Das ist schon alles dieselbe Fichte, oder? Ja, ist es. Da hängt noch ein Ast dazwischen, den machen wir raus. Hier hängt noch eine Miniatur-Douglasie dazwischen. Ja, die darf da bleiben. Und wir machen mal Zeitraffer schmücken. Los geht's. So, keine Ahnung, ob man da denn überhaupt irgendwie nennenswert was hat erkennen können. Kommt mal einfach noch ein bisschen näher. Ja,
Ach Mann, mir gefällt's, was soll's. Es ist ja auch wirklich nur so eine kleine bekloppte Tradition, nichts Gravierendes. Wichtigster Baumschmuck fehlt noch. Kein Weihnachtsbaum schmücken ohne meine Mini-Kettensäge. Die gehört unbedingt dazu. Und die hängen wir irgendwo prominent, vielleicht da noch rein. Okay, ich füge mal noch die Lichterkette hinzu. Da ich mich dabei wahrscheinlich 15 Mal verhudle, machen wir das off-Kamera. Okay, so schlimm war es gar nicht. Ich habe sie schon mal angemacht, falls es dann nachher, die Sonne ist inzwischen hinterm Berg verschwunden, noch ein bisschen kühler werden sollte. Ich habe im Übrigen theoretisch auch noch Handschuhe. Moment mal, wo ist denn mein zweiter Handschuh? Habe ich den jetzt unterwegs verloren? Oh, naja, wie gut, dass ich den gleichen Weg zurückgehe. Och nö. Ich verliere zurzeit ständig Handschuhe. Das ist wirklich schlimm. Ich kann mich irgendwie nicht auf mein Winterutensil konzentrieren. Ja, ich habe eine Idee, wo der liegen könnte. Aber ja, den muss ich dann wohl auf dem Rückweg wieder aufsammeln. Na gut, dann habe ich halt einen Handschuh. Es ist wirklich schlimm. Also irgendwie kann ich mich ums Verrecken nicht darauf konzentrieren, meine 7 Sachen bei mir zu behalten. So externe Dinge. Ja? Mützen, Handschuhe, was man auszieht, wenn man in die Wärme kommt. Ich verliere jetzt meine Jacke nicht. Ich hoffe, ich verliere meine Jacke nicht. Aber alles, was nicht angewachsen ist, so wie der Hut, das stellt tatsächlich gewisse Probleme dar. Naja, wie auch immer, jedenfalls werde ich jetzt noch kurz den Pulli noch zusätzlich anziehen. Einfach damit es dann noch gemütlicher wird. Ich empfehle euch, besorgt euch eine wärmende Decke für unsere festliche Festivität, die jetzt jeden Moment beginnen wird. Und kurzer Schnitt, weil da passe ich ja mit dem Hut nicht durch. So, und jetzt sind wir dann auch bereit für die Festivität. Ich möchte an der Stelle, bevor ich es vergesse, das war mir eben wichtig, als ich noch den Teil ohne Kamera hochgestapft bin, kurz darauf hinweisen, dass ja Weihnachten bekanntermaßen was ist, was man mit Familie und so weiter und so fort begeht und sich gegenseitig auf den Keks geht, jeder Familie. Bei uns, das habe ich glaube ich schon mal irgendwo erwähnt, fällt ja besagte Familie eher überschaubar aus. Und das ist etwas, woran ich mich seit jeher gewöhnt habe. Von daher kenne ich das gar nicht anders und das ist auch in Ordnung. War eher scheiße, das liebe Weihnachten, ohne Frau. Da jetzt Frau an meiner Seite, ist alles in Ordnung. Zu zweit wäre es mir auch recht. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür ist man ja ein Zwei-Nasen-Team, genannt Ehe. Und das reicht mir auch vollkommen und da bin ich super glücklich und zufrieden mit. Da das aber wie gesagt auch schon mal anders war, möchte ich an der Stelle einfach mal jetzt die Unverfrorenheit besitzen und einfach alles Gute und eine schöne Zeit denjenigen wünschen, die alleine sind und oder das Gefühl haben, alleine zu sein. Das ist nicht zwingend unbedingt dasselbe, ne? Man kann auch alleine sein und findet das super, irgendwo alleine im Wald beispielsweise. Man kann aber auch alleine sein und findet das gar nicht super, weil man eigentlich gar nicht alleine sein möchte. Und auf gut Deutsch, allein sein ist nicht zwingend Einsamkeit. Einsamkeit ist aber hingegen scheiße. Ja, und an der Stelle dann einfach herzliche Grüße wirklich an diejenigen, die unfreiwillig alleine sind und vielleicht ist das jetzt möglicherweise euer, ne, also nur ein Vorschlag, ja? Meine Güte, bloß nicht. Lasst euch was Besseres einfallen. Ja, aber vielleicht ein kleiner Teil möglicherweise eurer Heiligabendveranstaltung, möglicherweise meine behämmerte Besuchsfreude.
blöd. Bald Weihnachtsfeier hier mit für euch digitalen Glühwein. Ja? Für mich echten Glühwein. Und ja, einfach nur, falls das auf euch zutreffen sollte, dann sei an euch gedacht. Das machen bitte auch die anderen, die das Glück haben, nicht alleine zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich was Schlimmes. Beziehungsweise aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich sehr darunter gelitten habe, als das bei mir zugetroffen hat. Ich war da wirklich sehr, sehr, die Jahre vor Frau, wirklich sehr einsam. Und ja, das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Und von daher, ja, einfach alles Gute, herzliche Grüße. Folgende Weihnachtsfeier ist dann eben entsprechend für euch. Ja, und vielleicht macht ihr euch auch einen Glühwein. Und wenn nicht, zieht was Warmes an oder besorgt euch ein paar Kekse. Meine Fresse, selbstgemachte Kekse, super. Aber gekaufte Kekse schmecken doch auch. Und natürlich könnt ihr auf den ganzen Weihnachtsklimbim auch vollkommen verzichten. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ist ja eigene Entscheidung und jeder gerne, wie er möchte. Mehr als das da, ne? Gibt es bei uns auch nicht an Weihnachtsklimbim. Beziehungsweise wir sind nicht ganz zu zweit. Wir schauen noch bei meiner Mutter rein und dann sind wir zu dritt voraus. Theoretisch könnte es noch eine größere Runde werden, also nicht an Heiligabend, dann irgendwie zum erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag zum gemeinsamen Essen. Aber Corona-bedingt, es geht ja gerade wieder eine Welle rum, fällt das alles aus. Da hat es ein paar Leute aus der Verwandtschaft erwischt und dementsprechend ja, wird es wohl wirklich eine kleine Veranstaltung werden. Gut, dann möchte ich jetzt Glühwein haben. Das heißt, wir werfen doch einfach mal den Kocher an, in der Hoffnung, wie gesagt, dass ich hier aus dem Gaskartuschlein nochmal was rauskriege. Wie seht ihr es? Muss ich die Kamera unbedingt draufhalten, während ich in meinem Topf Glühwein heiß mache? Ich hoffe, das ist nicht zwingend erforderlich, weil mache ich nicht. War ganz ehrlich, also wer noch nicht gesehen hat, wie man Glühwein heiß macht. Wer sich selbst übrigens nächstes Jahr noch ein Weihnachtsgeschenk schenken möchte oder für die Frauen, die ihrem Mann ein Weihnachtsgeschenk oder tatsächlich für die wenigen Frauen, die selber sowas haben wollen und ihr Mann kann ihnen das schenken, das sind, meine ich gar nicht böse. Wir können definitiv mehr Frauen in the Wild brauchen, aber tendenziell sind es halt wirklich eher die Männer, die dann sowas haben wollen. Das ist der Soto Windmaster. Das Ding habe ich jetzt inzwischen wirklich eine Weile in Verwendung. Ich habe nicht vor, mir jemals wieder einen anderen Gaskocher zu kaufen. Der ist nicht der allerleichteste, hat aber ohne Ende Power und ist vor allen Dingen verdammt leise und hat eine Piezo-Zündung. Wie gesagt, verdammt leise. Also jeder andere Gaskocher, jeder, ist erheblich lauter als das Ding. Und ja, damit würde ich mir dann doch einfach mal meinen Glühwein in den Topf tun. Der Topf, das ist unser alter Eta-Pot. Leider wird der nicht mehr hergestellt. Den kann man auch nirgendwo mehr kaufen. Allenfalls wird noch gebraucht auf gebrauchtetöpfe.de. Keine Ahnung, die Seite gibt es wahrscheinlich nicht. Und ja, wir mögen ihn gerne, weil er halt mit seinem Liter Fassungsvermögen und diesem Energiesparrand hier, der vielleicht 10-15% Brennstoff spart. Dafür ist das Eigengewicht entsprechend höher. Also man muss eine sehr lange Tour machen, damit der eingesparte Brennstoff mehr wiegt als das Mehrgewicht des Topfes. Lohnt sich also in 90% der Fälle nicht, das gebe ich ja zu, aber wir mögen diesen Topf super gerne. Und solange er uns noch hält, ich hätte ihn mal einmal fast umgebracht, weil ich mal wieder unqualifiziert gekocht habe, aber solange er uns noch hält, freuen wir uns, dass wir ihn noch haben. So, jetzt hat mir Frau das hier noch sicherheitsmäßig verpackt, weil sie weiß, dass ich ein Depp bin und ständig mein Zeug verliere und gerne Glühwein auskippe und wir uns nicht sicher waren, ob der schöne Stöpsel hier hält. Drum noch ein bisschen extra Tesa. Und ja, ich habe den Gaskocher viel zu früh angezündet. Ha! Ja, schön mit schönem Korken. Ich glaube, das ist Kunstkork, aber das ist ja scheißegal. Einfüllen? Nee, wie war das? Einschlagen, vortreten, einfüllen, austrinken. Asterix bei den Briten. So, wer von euch kommt und holt mich wieder vom Berg, wenn ich das ausgetrunken habe?
Trinken Sie verantwortungsbewusst oder so ähnlich. Heißt das nicht so? Hier auch wieder die traditionelle Hinweisung auf den bösen, bösen Alkohol. Das klang jetzt zu ironisch. Ja, Alkohol ist tatsächlich böse. Sowas wie völlig unbedenklichen Alkoholkonsum gibt es nicht. Aktueller Stand der meisten, die ich dazu mal gehört habe, die dazu was sagen können, sprich Ärzte und solche Leute, die dazu tatsächlich was sagen können. Hingegen, ja gut, sagen wir mal so, wenn man wirklich nur ganz wenig säuft, geht's unter. Ne? Aber die negativen Auswirkungen des Zellgifts Alkohol überwiegen immer die positiven Auswirkungen, dass also allein der Rotweinkonsum bzw. der Antioxidantienkonsum, die halt eben auch im Rotwein enthalten sind, ausschlaggebend ist, dass die Italiener in diesem einen Dorf, wo sie ständig Rotwein saufen und schön abgelegen von anderen Versuchungen des Lebens sich aufhalten, so alt werden, mag an Antioxidantien liegen, aber vielleicht würden sie noch älter, wenn sie sie mit Kürbissaft zu sich nehmen würden, anstatt mit Alkohol. Ne? Also das an dieser Stelle nur einfach noch mal kurz angemerkt. Ich persönlich, das ist glaube ich dieses Jahr, ich hatte einmal eine Schnapsverköstigung, herzliche Grüße an dieser Stelle. Das war ein bisschen, ja, alkoholisierend. Dann hatte ich zweimal einen halben Liter Met, da ist die Flasche her. Das ist ursprünglich eine Metflasche. Kann man super recyceln. Und einmal nach dem Sport noch einen kleinen Umtrunk. Aber jetzt halt noch der Glühwein. Und da kommt am 31.12. nochmal so ein Fläschchen Met mit Sicherheit dazu. Ja, also zum Silvester trinken wir immer noch ein Fläschlein Met, Frau und ich. Ein kleines. Ja. Und das ist es im Wesentlichen. Gut, jetzt freue ich mich, wenn hier mein Glühwein dann soweit ist. Und ja, dann an der Stelle jetzt nochmal, wie gesagt, herzliche Grüße hier aus Bens Weihnachtswald Studio. Ich mache nochmal die Motorsäge. Sehr besinnlich. Dem ist nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Ich denke, Glühwein ist dann gleich warm. Ja, freut mich, dass ihr wieder mal ein Jahr lang mir die Treue gehalten habt und meinen ganzen Senf, den ich fleißig dazugegeben habe, zur Kenntnis genommen habt. Es waren vielleicht ein bisschen weniger Videos dieses Jahr als letztes Jahr. Dafür waren dieses Jahr viel mehr, in Anführungszeichen, Zeug dabei, wo ich mir relativ sicher war, dass das wahrscheinlich viele Leute gucken. Das hat auch funktioniert. Das ist ein, ich sag mal, zweischneidiges Schwert, ja? Weil einerseits ist es natürlich für mich absolut nicht schlecht, wenn viele Leute mein Zeug gucken und wenn ich eher Beiträge mache, die dann halt eben von vielen Leuten geguckt werden und nicht meine, ja in Anführungszeichen, Zeit verschwende mit Zeug, wo ich weiß, dass das nur ihr, die jetzt vermutlich auch das hier guckt, das anschaut. Das ist, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auch gerade so massentaugliche Dinge, beziehungsweise zwar prinzipiell die Massen interessierende Themen, aber nicht unbedingt massentauglich aufbereitet oder halt eben kritisch zu Massenphänomenen, die vielleicht viele Leute gut finden, die deswegen trotzdem aber nicht gut sind, aus meiner Sicht, und höchsten Spaß machen, wenn man eben von der Materie keine Ahnung hat und sich das einfach nur so anguckt, so zu reinen Unterhaltungszwecken, Stichwort Backseat Survival. Und ja, das ist schwierig geworden. Das ist schwierig geworden und ich gieße mir hier mal ein, ne? Hat mich wirklich dieses... Okay, ich gieße mir mal daneben. Und hat mich dieses Jahr wirklich ziemlich beschäftigt, wie ich eben damit umgehen soll, dass das nachgefragt wird. Auch von einigen von euch, die das hier jetzt gucken. Ja, es gibt nämlich viele Zuschauer, die beides schätzen, den Fachcontent sozusagen, zum Wohl, ne? Lasst euch schmecken, falls ihr auch sowas habt, und wenn nicht, ist auch in Ordnung, und dann digital. Ja, Moment, ein bisschen Dampf. Ich hoffe, den Dampf hat man gesehen. zum Wohl. Mmh.
Frucht. Frau weiß, dass sie es mit der Süße durchaus übertreiben darf, dann schmeckt es mir auch. Nein, also ich finde, Glühwein darf schon eine gewisse rausschmeckbare Süße haben. Und eben die ganzen Gewürze, die drin sind und so weiter. Fein. Ja, und da war ich eben also ein wenig am Straucheln, wie ich jetzt Mainstream-Kompatibilität und Originalität und auch den wissenschaftlichen Hintergrund, den ich ja versuche, ein wenig aufrechtzuerhalten, miteinander kombinieren kann. Und ich bin noch nicht so richtig zu einer Lösung gelangt. Im Raum stand ja mal einfach das Zeug als Reaction-Kanal auslagern. Das möchte ich aber dahingehend jetzt doch nicht, nachdem ich mal eine Weile darüber nachgedacht habe, weil ich mache ja keine Reactions. Und mir ist diese Nicht-Reaction-Reaction, die ich mache, ist mir schon wichtig, dass diese Begrifflichkeit und auch diese Klarstellung, das ist mir persönlich einfach wichtig. Ich klaue kein Art Material von anderen. Ich gebe zu dem Material von anderen lediglich meinen Senf dazu, meinen qualifizierten Senf und nicht irgendwelchen. Oder vielleicht auch mal irgendwelchen, aber zu 80% qualifizierten Senf. Und das wäre auch eine schöne Senftube. Qualifizierter Senf. Ja, da muss ich noch mal gucken. Das hat mich dieses Jahr so ein bisschen umgetrieben. Das ist eine hoch unangenehme Angelegenheit, weil wenn man dann wirklich eben Massenmedienphänomene, die tatsächlich sehr kritisch zu hinterfragen sind, sehr kritisch hinterfragt, dann bekommt man auf den Dez. Ich habe ja schon immer ein bisschen Gegenwind bekommen. Das ist nichts Neues. Nur, man muss schon ein verdammt hartes, dickes Fell haben oder halt einfach abgestumpft sein, dass man auf gut Deutsch einfach zu blöd ist, um Kritik zu kapieren oder diese einfach wirklich vollkommen wegignorieren kann, um 100% immun gegen böse Kritik zu sein. Ne? Böse Kritik gibt es in zwei Formen. Es gibt berechtigte böse Kritik, die tut besonders weh. die ist grundsätzlich willkommen. Ne? Da gibt es ja dieses berühmte Zitat von Marcus Aurelius. Ich habe vergessen, wie das genau im exakten Wortlaut heißt. Aber Kritik stört ihn nicht, weil ist sie berechtigt, ist sie willkommen und ist sie unnötig, dann kannst du es auch einfach wegignorieren. Darauf läuft es im Wesentlichen hinaus. Das ist bemerkenswert, dass das auch schon Leute vor 2000 Jahren hatten, diese Erkenntnis. Fast. Und ja, aber ja, ganz so einfach ist es dann halt eben doch nicht. Ich werde versuchen, einfach weiterhin ungefähr das so zu machen wie jetzt, wenn es Phänomene gibt, die ein Massenphänomen sind, wo ich dann eben auch meinen Senf dazugeben kann, dann nehme ich da auch weiterhin kein Blatt vor den Mund. Ich werde allerdings vielleicht für manche Massenphänomene, die mir einfach zu blöd sind, das in Zukunft sein lassen, weil das ist einfach den Blutdruckanstieg nicht wert, den das erzeugt bei zugegeben guten Klickzahlen, die ich prinzipiell gebrauchen kann. Aber nee, einfach das ist. So, ja, ich, während sich das Glas leert, hier an der Stelle nochmal vielleicht an die Leute, die bei mir auf der Führung dabei waren, herzlichen Dank für die Teilnahme. Die allermeisten Führungen haben mir dieses Jahr sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es waren auch deutlich mehr, schon wieder, als letztes Jahr. Und damit denke ich, bin ich jetzt aber auch wirklich am Zenit angekommen. Noch mehr Führungen, weiß ich nicht, wo ich die herzaubern soll. Ich habe ja jetzt auch zum ersten Mal Führungen aus dem Programm gestrichen, habe ich beschlossen, dass man die jetzt erstmal ruhen lässt, ob man die dann später irgendwann nochmal anbietet, da kann man drüber nachdenken. Das ist durchaus eine Option. Aber ja, jetzt erstmal gucken. Ich werde dann auch die kommenden Monate, also insbesondere eben den Rest vom Winter und das frühere Frühjahr bis das mittlere Frühjahr, so in dem Stil ungefähr, auch nutzen, um neue Führungsorte ausfindig zu machen und dann noch ein paar neue Führungen anbieten zu können. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich pro Jahr so etwa 4 Führungen anbiete und dann vielleicht einfach im Laufe der Zeit mehrere Führungsorte dann noch dazukommen, dass ich jedes Jahr mindestens eine neue anbieten kann oder halt eine alte wieder aus dem Hut zaubere, die es ganz lange nicht gegeben hat. Vielleicht auch 5 Führungsorte für die Gruppentouren und
ja, die dann halt, wie gesagt, mit einer gewissen Fluktuation und Rotation, dass da jedes Jahr eben nochmal was Neues dabei ist. Das ist wichtig, damit, wer die anderen Führungen schon gesehen hat, jedes Jahr jeder die Möglichkeit hat, zumindest einmal pro Jahr noch eine neue Bennführung mitzumachen. Ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Und zugunsten der Gruppenführung werde ich wahrscheinlich die Einzelführung ein wenig herunterschrauben. Das liegt daran, dass ich die mache ich zwar auch gerne, aber die Gruppenführung ist schlicht und ergreifend finanziell lukrativer. Ja, wenn ich das verlangen würde für eine Einzelführung, was ich aus einer vollen Gruppenführung, und die waren dieses Jahr die allermeisten fast voll, herzlichen Dank an dieser Stelle, was ich da raushole finanziell, dann wird eine Einzelführung viel zu teuer. Und das möchte ich einfach nicht, das ist dann doof. Ja? Weil dann wird das wirklich so teuer, dass man sich das nur noch zusammensparen kann, in Anführungszeichen, als Normalverdiener oder halt eben, dass Einzelführungen auf Nicht-Normalverdiener, nämlich die oben drüber, beschränkt wären. Und das will ich halt auch nicht. Ne? Also wenn, dann soll das schon so ein halbwegs breites Bild der Bevölkerung abspiegeln, die das machen können. Ob sie es tun, ist eine andere Frage. Ja, aber zumindest die Möglichkeit finanziell gesehen haben, das zu machen. Und ja, solange das nicht notwendig ist, von meinen Einnahmen her und so weiter und so fort, da jetzt massive Preiserhöhungen durchzuführen, würde ich das, glaube ich, lieber sein lassen und einfach generell weniger Termine anbieten. Und wenn ich dann halt keine Termine mehr frei habe, dann ist halt voll sozusagen. Und das ist, glaube ich, die fairere Lösung, als jetzt Angebot und Nachfrage rein über den Preis zu steuern. Und ja, das wäre so ein bisschen der Plan. Jo, inzwischen kommen die Lichtlein vielleicht ein wenig zur Geltung. Vielleicht doch ganz gut, dass ich sie schon angemacht habe. Wir machen nachher noch einen kleinen Flug durch den Weihnachtsbaum mit Freihandkamera. Und mein Glühwein neigt sich dem Ende zu. Ich bemerke auch eine gewisse Wirkung. Ein Kribbeln in den Fingerspitzen. Nee, es geht schon ein klein wenig darüber hinaus. Und ja, wenn der dann ausgetrunken ist, dann würde ich hier auch mich dann langsam auch schon wieder dem Ende zu bewegen. Nicht mehr ganz so warm. Da werfe ich doch einfach nochmal den Kocher an. Sekunde. So, ja, wie ist denn bei euch so die Werte Gesundheit? Gerne, wirklich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Würde mich interessieren. Tendenziell geht ja gerade so ein bisschen eine Corona-Welle rum. Mal wieder. Ja, das ist natürlich weniger erfreulich. Wie gesagt, wir haben im Familienkreis auch, erweiterten Familienkreis mindestens, auch ein paar Fälle. Kenne auch sonst ein paar Leute, die es jetzt wieder mal erwischt hat. An der Stelle übrigens, ich glaube, das Thema ist inzwischen nicht mehr ganz so explosiv, wie es das schon mal gewesen ist. Tatsächlich ist es so, dass wir vermuten bei uns, dass meine Frau mal kurz Corona gehabt hat, weil die lag flach wie noch nie. Also so fertig habe ich sie noch nie erlebt. Sie selber gefühlt auch noch nicht. Und war wirklich fertig mit der Welt und ich konnte ihr Saft bringen, Saft und Brühe bringen, und dann ging es ihr ein paar Tage später auch wieder ein bisschen besser. Das war ganz am Anfang von der ganzen Corona-Geschichte. Da hat sie gerade ein bisschen mehr Personenkontakt gehabt beruflich und vielleicht hat sie sich da schon relativ früh geholt. Und danach hat sie nie wieder was gehabt in Sachen Corona. Und wie gesagt, ich habe ihr Saft- und Gemüsebrühe gebracht, habe mich aber seltsamerweise, was uns beide wundert, tatsächlich nicht angesteckt mit gar nichts. Also mir ging es da gut, ich habe da nichts gekriegt, hinterher auch keinen üblichen Ben-Husten. Ich habe ja relativ häufig Husten, ich habe ja ein bisschen Schwierigkeit mit der Lunge, was das angeht. Also nichts Gravierendes, ne? Nichts, was mich früher als in 30 Jahren ins Gras beißen lässt. Ich hoffe auch noch deutlich später, aber jetzt stapeln wir mal niedrig. Nur einfach sehr, sehr fein verästelte Bronchien bei mir. Das hat man mir mal der Arzt schon häufiger gesagt. Weshalb ich dann eben auch schnell mal Husten kriege und es lange dauert, bis der Schleim dann aus meinen sehr fein verästelten Bronchien, weiß nicht, ob das irgendwelche Vorteile in Sachen Ausdauersport hat. Wenn ja, merke ich nichts von.
Aber bis der Schleim da wieder raus ist, das dauert. Ne? Und ja, aber jedenfalls habe ich mich da nicht angesteckt und danach auch nirgends. Von daher sehe ich dem Thema Corona relativ entspannt in die Augen, aber muss jetzt auch keine unnötigen Risiken eingehen oder sowas in die Richtung. Aber nein, ich hatte nie, nicht, dass ich wüsste. Ja. Wenn doch, dann völlig symptomfrei und da ich mich auch nicht regelmäßig habe testen müssen, außer wenn ich ins Kino wollte oder solche Sachen, weil ich habe ja keine Arbeit, wo ich hingehe, wo man sich vorher testen müsste, weil man mit Menschen zu tun hat, höchstens mit digitalen. Und Ansteckung ist ja dankenswerterweise über Social Media nicht möglich. Daher, ja, Glück gehabt, persönlich. Ja. Hätte auch anders laufen können, absolut. Das ist auch nicht in irgendeiner Form, in keinster Weise irgendwie mein Verdienst. Aber schön ist es natürlich trotzdem, ehrlich gesagt, habe ich überhaupt nichts dagegen, dass ich da verschont geworden, geblieben. Ha! Glühwein. Glühwein. Ja, bin. So. Ha, der Satz war noch vollständig. Punkt. Gut. Ja, ansonsten die Sache mit meinem Schnupfen. Vielleicht, wenn wir schon gerade hier über die liebe Gesundheit reden. Ich habe wohl eine schiefe Nasenscheidewand. Und das letzte Jahr, als ich da auch so lange mit dem Schnupfen rumgemacht habe, war es vermutlich allergiebedingt, dass ich neuerdings, was heißt neuerdings, keine Ahnung, wie lange ich die schon habe, aber in Kombination mit dieser schiefen Nasenscheidewand, die ist neu, die war vorher nicht so schief, die ist jetzt wohl schiefer geworden. Weiß nicht, hat mir irgendjemand auf die Nase gehauen, wenn ich es nicht gemerkt habe oder sowas. Keine Ahnung, was da genau passiert ist und wo das herkommt, aber ist jetzt so. Und das führt dazu, dass eben in der, das ist kein schönes Thema, aber auf, ja, logischerweise die eine Hälfte der Nase weniger Platz als in der anderen Hälfte und dadurch bin ich Halbseitenschnupfer, sozusagen. Ja, das ist wie halbseitige Lähmung, nur mit Schnupfen und weniger schlimm. Erheblich weniger schlimm. Nerven tut es trotzdem. Und ja, das führt auch dazu, dass dann auch durchaus mal beide Seiten nicht funktionsfähig sein können. Und ich weiß, das ist überhaupt kein schönes Thema, aber einfach nur, um mal zu erklären, warum ich schnaufe, wenn ich den Berg hochgehe. Natürlich würde ich auch sonst schnaufen, wenn ich den Berg hochgehe, aber vielleicht würde ich ein bisschen weniger schnaufen. Und generell halte ich mich von Kälte weitestgehend fern. Dementsprechend muss ich auch gucken, dass ich hier nachher runterkomme, weil Alkohol macht zwar gefühlt warm, aber man kühlt tatsächlich ja eher schneller aus. Und wie gesagt, wenn ich ausgetrunken habe und hier noch drei Sätze erzählt habe, dann packen wir hier zusammen und dann ist auch Abmarsch. Ja, aber das zum Thema Schnupfen. Es ist also dieses Mal übrigens nicht die Allergie, sondern ich habe einen normalen Schnupfen, aber trotzdem immer noch mit eben dieser Nasenscheidewandverkrümmungsgeschichte. Und damit geht das halt ewig nicht weg. Wird langsam besser, war also schon schlimmer. Ich hoffe, dass der aufsteigende Ast so weitergeht und sich das dann irgendwann wieder normalisiert. So, das war ein halber Liter schwacher Glühwein, weil der hat ziemlich lange gekocht. Also ist nicht so, also ich habe ihn aufgekocht. Davor hat er ja auch schon gekocht. Wahrscheinlich hatte der nicht mehr viel Alkohol, aber in Kombination mit dem durchaus vorhandenen Zucker bin ich jetzt ein bisschen beschwipst, ehrlich gesagt. Ja, liebe Kinder, ist erst ab 16 und zweitens, sowieso scheißegal, was ich sage, werdet ihr trotzdem nachmachen. Sind wir mal ehrlich. Aber ja, Alkohol ist potenziell böse, beziehungsweise bis zu einem gewissen Schwips zu trinken mag noch lustig sein, darüber hinaus ins Körperflüssigkeiten absondernde Stadium zu rutschen, halte ich in keinster Weise für erstrebenswert, auch wenn das hin und wieder mal vielleicht in Social Media auch leider so dargestellt wird. Ne? Bei mir ist jedenfalls auf diesem Level hier jetzt Schluss oder spätestens auf ein bisschen mehr als diesem Level, wenn ich dann nur noch anfange zu erzählen, dass ich eigentlich Wikinger bin und unten an der Murg mein Langboot geparkt habe. Und traditionell habe ich während des Studiums auch immer die Geschichte erzählt, wie ich dann früher mal, als ich schneller sein wollte als mein Kumpel, nennen wir ihn mal Carsten, er heißt nicht Carsten, zum Schwimmbad zu fahren, weil wir hatten vom Schulsport her im nächsten Schwimmbad Schulschwimmen. Und dafür mussten wir natürlich zum nächsten Schwimmbad kommen. Und um dahin zu kommen,
Beziehungsweise, wenn man wie ich ein sich langsam umziehender Mensch ist, ich bin bei sehr vielen Dingen sehr langsam, unter anderem kompletten Klamottensatz auf Badehosenniveau austauschen, das dauert bei mir ein kleines bisschen länger als bei anderen Leuten. Also vielleicht ein bisschen mehr, also ein kleines bisschen mehr. Also auf gut Deutsch, ich bin einfach langsam im Umziehen. Und das hat dazu geführt, dass ich, da ich aber auch keinen Bock hatte, der Letzte im Becken zu sein, dementsprechend schneller am Schwimmbad sein musste, um schneller drin zu sein, um noch schnell eine Umkleide zu kriegen, bevor der große Ansturm losgeht, um dann doch einigermaßen flott im Becken zu sein, weil schwimmen tue ich gern. Und das hat dazu geführt, dass mein Kumpel, wie habe ich ihn genannt, Carsten und ich, uns immer ein Wettrennen zum Schwimmbad geleistet haben. In Anbetracht dessen, dass ich das bessere Fahrrad hatte, habe ich gewonnen. Ich möchte heute nicht mehr behaupten, dass ich einfach fitter gewesen wäre als der Carsten. Das stimmt so nicht. Insbesondere ist er heute definitiv fitter als ich und wir haben das gleiche Alter. Von daher herzliche Grüße, falls du dich angesprochen fühlst. Und ich weiß natürlich, dass du nicht Carsten heißt. So, und ja, und dann waren wir als allererstes da und dementsprechend durften wir als erstes rein und haben als erstes eine Umkleide bekommen. Und was ich jetzt aufgrund von Glühwein eigentlich erzählen wollte, Entschuldigung, ist das, was war denn da? Genau, eines Tages hat es sehr geregnet auf dem sehr schnellen Fahrradweg, also eben nicht über die Straße natürlich, zum Schwimmbad. Fahrradwege gab es damals noch nicht, neumodische Erfindung, war auch kein Mensch, von wegen. Sehr tolle Sache. Aber ja, und da kam eine Dame mittleren Alters mit ihrem Auto, ohne zu gucken, aus ihrer Ausfahrt gefahren, während ich halt gerade schnell unterwegs war. Ich knall ihr also mit dem Fahrrad gegen das Auto, roll da einmal über die Motorhaube, beim Runterfallen auf der anderen Seite packe ich ihren Außenspiegel, reiß den mit ab und liegt dann auf der Straße. Weil junge Menschen meistens mehr Glück haben, als ihnen eigentlich zusteht, ist mir nichts passiert. Also außer ein paar winzige Schürfwunden, was wirklich nichts der Rede wert wäre. Und als sie sich dann davon überzeugt hatte, das muss man der Fairness halber der Frau zu Ehren durchaus zur Kenntnis nehmen, dass sie sich überzeugt hat, ob mir nichts passiert ist und ich wieder aufgestanden bin und gemeint hat, nö, alles gut, alles bestens, hier ist ihr Spiegel. Fand ich sehr witzig in dem Moment. Hat sie sich aus dem Staub gemacht. Heute weiß ich, ja, ist definitiv klüger, als dann noch abzuwarten, ob ich noch irgendwelche Personalien haben will und so weiter und so fort. Weil den kleinen Lackschaden, den mein Fahrrad vielleicht davongetragen hat, ich weiß es gar nicht, ob da jemals was gewesen ist, ist vergleichsweise einfach zu reparieren, ja, im Vergleich zu kaputten Jugendlichen, den man hier über den Haufen gefahren hat sie mich ja nicht. Ich bin ja auf sie drauf geknallt, aber halt wirklich schon, weil das schon ihre Schuld war. Jedenfalls hat sie es wohl auch so gesehen und soweit ich mich erinnern kann, das ist eine Weile her, war das wohl auch so. Und ja, und üblicherweise, wenn ich jetzt noch mehr Glühwein in der Flasche gehabt hätte, dann würde ich euch jetzt noch erzählen, dass ich den Außenspiegel behalten habe als Souvenir. Das ist aber falsch. Soweit ich mich noch erinnern kann, habe ich ihn dir einfach in die Hand gedrückt. Gut, ja, so. Und das wär's gewesen. Allweihnachtliche, dämliche Anekdoten. Das ist jetzt natürlich wieder viel zu lang. Und auch überhaupt ist nichts passiert bei unserer kleinen Weihnachtsveranstaltung. Und was wirklich interessant ist, hatte ich hoffentlich auch nicht zu erzählen, befürchte ich. Und trotzdem ist es das jetzt gewesen. Ich mache hier mal einen Schnitt. Ach ja, die Witze von mir werden auch immer besser. Entschuldigung. Ja, und ich hoffe, dieser Grad an Alkoholismus, den ich hier jetzt gerade vorgelebt habe, der ist noch ja, pädagogisch wertvoll, sicher nicht, aber noch gesellschaftlich vertretbar, in Anbetracht dessen, dass ja demnächst vielleicht eventuell auch andere Drogen legal werden. An denen habe ich überhaupt kein Interesse. Ich muss da kein Bewusstsein erweitern, was ohnehin schon erweitert genug ist. Da habe ich wirklich überhaupt nie irgendwie Interesse daran gehabt, da irgendwie so ein Zeugs zu inhalieren. Werde ich auch wahrscheinlich nie haben. Aber wer das machen möchte, bitte gerne, ist ja bald legal. Und wenn es nicht legal ist, ist mir auch scheißegal. Kann ja jeder mit seinem Körper anstellen, was er lustig ist. Ja, also, ich wünsche euch schöne Weihnachten.
falls wir uns nicht mehr hören, aber das werden wir voraussichtlich, zumindest habe ich das vor. Andererseits hat es letztes Jahr, glaube ich, auch nicht geklappt, auch einen guten Rutsch. Ich dachte mir, nachdem es letztes Jahr da ein interessantes Diskussionsthema gegeben hat, wir können uns ja mal ein klein wenig als überordnendes Themengebäude mal ein wenig über die Böllerei unterhalten. Jetzt habe ich zur Böllerei prinzipiell nichts zu sagen, weil ich keinen Schimmer habe, was da drin ist und so weiter und so fort. Und das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Aber trotzdem fällt mir da möglicherweise noch ein Thema zu ein, wo man da eventuell passend zum 31. Dezember vielleicht nochmal drüber reden kann. Und jetzt habe ich dann hoffentlich auch Zeit, also zumindest wenn ihr das jetzt gesehen habt, um mal zu gucken, was denn der Waldzustandsbericht macht. Und vor allen Dingen, und da habe ich gerade gar keine Ahnung, weil ich das jetzt wirklich ignoriert habe, zu großem Frevel meinerseits, die Bundeswaldinventur eigentlich macht, ob da jetzt endlich mal was draußen ist oder nicht. Was heißt endlich mal? Das braucht Zeit, das ist auch normal und das ist auch gut so, da will ich mich auch gar nicht beschweren. Aber es wäre schon schön, so langsam da die ersten Ergebnisse mal zu bekommen, dass man dann, weil dann wäre ich für nächstes Jahr ausgebucht, da kann ich das ganze Jahr über die Bundeswaldinventur quatschen und mit schönen Zahlen um mich werfen, was ich natürlich nicht ganz das ganze Jahr tun werde, aber wäre schon schön. Ja. Gut, das ist es gewesen. Also, euch und den euren wunderschöne Weihnachten, wie auch immer ihr die verbringen wollt, traditionell oder eben einfach gar nicht, was auch immer. In dem Fall, schöne Weihnachten können auch nicht vorhandene Weihnachten sein, wenn man da überhaupt keine Lust drauf hat. Auch das ist legitim. Jedem wünsche ich einfach Grammatik, was ihr für euch selbst am besten gebrauchen könnt. Ich freue mich, wie gesagt, sehr für den diesjährigen Support und fürs Anschauen von meinem Zeug und hoffe, ihr bleibt mir treu. Und wenn euch was nicht passt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich gebe mir Mühe, ja wirklich auch auf sowas einzugehen und da entsprechend drauf zu reagieren, so denn das dann freundlich formuliert ist, weil ja, das macht es einfacher. Ja. Also, tschüss und ja, aller spätestens, wenn ich jetzt irgendwie ein kreatives Loch fallen sollte, was nach 24 aufeinanderfolgenden Videos mit täglichem Abstand passieren kann, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, dann spätestens bis nächstes Jahr, aber vielleicht hoffentlich nochmal vorm 31., vielleicht am 30., vielleicht wirklich am 31., mal gucken, noch ein kleiner Beitrag. Aber alles Gute. Bis nächstes Jahr spätestens. Tschüss.